Hallo, ihr seht mich hier sitzen mit meiner Katzenuhr und da drüben, falls es nicht noch zu sehen ist, ich weiß gerade nicht, dem Affen an der Tür und einem Headset auf und meiner Turtles-Mütze natürlich. Ganz schön tierisch, ha? Jedenfalls Headset und ein Joystick in der Hand. Das heißt, ich retropeine heute wieder, weil ich eine größere Session am Start habe, um ein paar Folgen gleich aufzunehmen. Mal schauen, wie lange ich durchhalte. Das werdet ihr nicht merken, außer an meinem nicht vorhandenen Bartwuchs über nicht voranschreitenden Bartwuchs, so rum, die nächsten paar Wochen, in der Theorie. In der Praxis werden wir es sehen. Ich habe ja viele Vorschläge bekommen, mehrere Vorschläge, was ich aufnehmen könnte. Einer davon, der war ja vor einer guten Weile schon dabei. Die anderen, ich muss noch eruieren, was und wie. Also es sind ein paar dabei, die gehen sicher. Die werde ich wohl auch mal machen. Aber jetzt hatte ich zwischendurch auch noch Ideen von Sachen, die ich gerne machen möchte, weil ich sie mag, weil ich sie ungewöhnlich finde oder irgendwas. Und die werde ich jetzt erstmal kurz abarbeiten. Ich hoffe, ihr verkraftet das und dann kommen wir mal wieder zu den anderen Geschichten. Jedenfalls, heute habe ich mir ausgesucht das hier. Steht auf Pause, wie man vielleicht sehen kann. TRAZ heißt das Ding. Die Transformable Arcade Zone. Was eher, wie man gleich sehen wird, ein semi-ungewöhnliches Spiel ist. Ich habe alles vorbereitet, es sollte also klappen, deswegen legen wir los. Singleplayer-Modus. Es hat einen Team-Modus, man kann es zu mehr spielen und ein Construction Kit. Aber das ist uns jetzt erstmal wurscht, wir wollen nämlich einfach spielen. Ja, was ist das? Hier, es ist ein Breakout, wie man sieht. Aber ein ungewöhnliches Breakout. Ich meine, die meisten Leute, die mit dem C64 und Breakouts was zu tun haben, werden wohl Arkanoid kennen, vermutlich. Scheiße. Oder halt, Crackout zum Beispiel. Das sind wohl die bekannteren. Aber TRAZ ist auch eins, wie man sieht. Aber das halt mit wirklich ungewöhnlichen Sachen. Man hat mehrere Schläger, die man steuert. Die Extras, wie ihr gerade schon gesehen habt, können ganz schön fies. Es ist auch fucking schnell. Die Extras können ganz schön fies sein, wie man auch sieht. Dass zum Beispiel der Ball in Kurven fliegt oder auch mal eine Weile lang sich im Kreis dreht und man nicht weiß, wie er dann weitergehen wird. Oder was auch passieren kann. Scheiße. Zum Beispiel, dass der Schläger einfach stehen bleibt, dann hängen bleibt, geblockt wird. Und wie man sieht, wenn man Gegner berührt, dann wird auch der Schläger beeinflusst. Und dann muss man erst recht aufpassen. Das ist nicht alles. Also es ist jetzt was ich gemerkt habe beim Ausprobieren, zum Glück, wenn man startet, gibt es man startet nicht immer beim gleichen Level. Das heißt, selbst wenn ich jetzt dann unweigerlich irgendwann wieder versagen werde, kann ich euch zumindest ein paar Levels zeigen. Das ist nicht gar nicht so einfach. Ich bin mir nicht sicher, wie jetzt, wenn ich das Video bearbeitet habe, sieht man wahrscheinlich die Leben- und die Punkteanzeige nicht, würde ich vermuten. Die ist im Bildschirmrahmen nicht, was beim C64 kluge Leute ja konnten. Und beim C64 Mini, mit dem ich das hier spiele, und beim Maxi, kann man das auch forcieren, dass das auf dem Bildschirm ist. Habe ich aber nicht getan jetzt hier, weil es auch relativ egal ist. Und beim Bearbeiten schneide ich den Rand meistens weg, um ein bisschen mehr Platz zu gehen. Da sieht man es. Ich hatte einen extra erwischt, wo mein Schläger zeitweise gelähmt wird. Das ist scheiße, sowas. So, und jetzt bin ich natürlich am Versuchen, am Hoffen, dass ich die Stelle mal treffe. Ich weiß, ob man Musik hört oder nicht. Ich glaube, im Spiel selber ist keine, im Hauptmenü schon, aber auch selbst da habe ich sie gerade nicht gehört. Oder ich habe vielleicht den Ton auch zu leise gestellt. Weil wenn ich hier spiele und mit euch oder mit für euch rede, dann versuche ich einigermaßen nicht, dass der Ton vom Fernseher nur ein bisschen am besten gar nicht in die Aufnahme drauf kommt, also auf meine Tonaufnahme hier von meinem tollen Headset. Aber und deswegen höre ich es auch nur relativ wenig, weil ich hier einen Kopfhörer auch noch auf habe, also Ohrmuscheln. So, jetzt sind wir gleich im nächsten Level, wenn es geht. Übrigens natürlich der Hintergrund ist, Crackout hatte es auch, dass der Hintergrund scrollt. Das ist eigentlich ganz schön ätzend. So, eine Besonderheit hier von TRAZ ist, dass man Levels nicht in der fixen Reihenfolge spielt, sondern ich wundere mich gerade, wieso das Bild so unscharf aussieht. Egal, es wird schon passen. Ihr seht mich, ja, ich sehe mich auch. Mal gucken. So, jetzt müsste ich... Bin ich jetzt schärfer? Ich bin doch immer scharf. Egal. Sondern, dass man irgendwie eine Map hat, wie auch immer die aufgebaut ist. Ich weiß nicht, ob es im Spiel eine Map gab oder nicht. Und man nach einem absolvierten Level aussuchen kann, wo man weiterspielen will. Ich gehe jetzt mal nach rechts und wie man sieht, jetzt habe ich einen Fliegenpilz-Level. Und noch fieser, ich habe gleich drei Schläger, um die ich mich kümmern muss. Aber dafür scrollt der Hintergrund nicht. Das, also,
wenigstens etwas, ne? Uah! Und wenn man zu zweit spielt, bin ich nicht ganz sicher, wie das war. Ich glaube, einer macht die vertikalen und einer die horizontalen. Weil Schläger. Und wie man sieht, ist die Kugelgeschwindigkeit echt ganz schön hoch. Deswegen, das Ding ist echt nicht leicht. Ich meine, ich bin natürlich jetzt alt inzwischen, meine Reaktionsgeschwindigkeiten werden auch nicht besser. Aber das ist jetzt schon ein bisschen kläglich, was ich hier gerade abliefer. Fix, fix, fix. Ich bin tot. Das ging schnell. Core Blimey, sehr lustig. Also es ist ein britisches Spiel. Ich habe einen Highscore achieved und wenn ich mich jetzt hoffentlich nicht... Genau. Wenn man einfach default, dann ist es scheinbar ein Entwicklername. Und ich habe klugerweise die Return-Taste hier belegt auf dem Knüppel hier, damit ich nicht wieder wie beim allerersten Mal bei Snooki da und in die Software-Tastatur rein raus muss. Aber machen wir weiter, zeige ich euch noch ein paar Levels. Oh, wie man sieht, das ist ein recht traditionelles Teil hier. Interessant. Also theoretisch traditionell. Also die Gegner, warum sie Disketten und Uhren sind, keine Ahnung. Da, oh. Ah, und es gibt ganz klassisch auch den wunderbaren einfach Schieß. Das einfach tolle... Oh, das nur zeitlich funktioniert, scheiße. Gemeinheit. Den Laser, den gibt's ja bei Arkanoid zum Beispiel auch. Ich kann mich erinnern, dass ich das in meiner Kindheit eine Weile lang gespielt habe, mutmaßlich mit Trainer. Weil... Oh, unsichtbarer Ball ist natürlich ein guter Gag. Mein Gott, ist das fies. Ich meine, eigentlich ist das arschfies, das Spiel. Und unfair wie Sau. Wenn man mal ehrlich ist. Ich meine, unsichtbarer Ball, was soll denn der Dreck? Aber irgendwie, ich finde es halt sehr cool von der Machart her. Mit diesen, die Level sind wirklich, wie gesagt, es gibt einen Editor auch noch, wenn man sich selber damit auseinandersetzen will. Eigentlich ist das schon sehr cool gemacht. Warum gibt es sowas heute nicht? Also, was war überhaupt das letzte im Breakout, was noch irgendwie rauskam auf einer Konsole? Es müsste schon eine Weile her sein. Ich kann mich an keins erinnern, dass ich gespielt habe. Vielleicht irgendeine Taito-Verhunzung von Ark... Komm. Von Arkanoid. Das ist... Ach, bin ich blöd. Jetzt soll ich auf dem Bildschirm schauen. Eigentor. Oh je. Ein paar viele Gegner inzwischen auf dem Bildschirm, ha? Huh? Uff. Vielleicht irgendeine Taito-Verhunzung von Arkanoid. Das kann gut sein. Ich glaube, zu Wii-Zeiten gab es doch mal irgendwas. Also, das ist schon eine Weile her. Also, hier, das ist schon konzeptionell cool gemacht, finde ich. Das würde ich echt so sagen. Es gibt auch, ich habe mal in der Probephase ein Level gehabt mit Steinen, die nicht kaputt gehen. Da braucht man, ach so, die zwei da unten zum Beispiel, das sind neben, die mich hier eingrenzen. Ich glaube, die muss man nicht abbauen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, jetzt bin ich halt am Zuschauen, wo es der Ball hier so macht. Oh, hätte ich vielleicht extra mitnehmen sollen. Wäre vielleicht cool gewesen. Ja, was war das jetzt? Ach, das ist ein Ball wie Butter. Es gibt auch das ganz Tolle natürlich mit mehreren Bällen, aber... Uah, ja, Arschkarte gezogen, scheiße. F-Wort, wie jemand so schön... Ja, das war's. Toll, einen ganzen Level habe ich geschafft. Also, jetzt wieder nicht. Ich habe einen Highscore achieved immerhin. Das finde ich eigentlich ganz witzig, wenn man das da defaultmäßig dann die Entwickler scheinbar auftaucht. Naja, jetzt habe ich den gleichen Level nochmal. Das ist natürlich jetzt Pech ein bisschen. Aber ich probiere jetzt halt trotzdem, oder? Für Leute, die vorspulen, ist das jetzt die ideale Situation wahrscheinlich. Ihr wollt das aber doch nicht. Also ich lasse mich mal kaputt gehen und hoffe, dass ich jetzt einen besseren kriege als nächstes. Sonst, eigentlich... Immerhin ist es schon mal nicht die kürzeste Pein-Folge geworden, die ich schon mal hatte. Ich habe übrigens, dann nutze ich die Gelegenheit auch kurz beim... Ah, jetzt haben wir hier mehrere Kugeln, wie man sieht. Ich möchte auch ungern Spiele nehmen. Good Snooki war ein bisschen eine Ausnahme, aber da habe ich auch viel zu erklären gehabt, wo ich nicht unbedingt nach 2 Minuten schon alles gezeigt habe, was ich kann und ich mich dann dauernd wiederholen muss. Also, wie gesagt, bei Snooki ist ein bisschen ein Ausnahmefall von der Struktur her, weil es halt eh so ein kurzes Spiel ist. Also ein bisschen was zeigen können würde ich schon gerne, weil sonst halt einfach ein bisschen arg langsam kurz ist. Ich meine, gut, nicht alles ist in der Making Plus Control. Ich wundere mich gerade, ob ich irgendwie mit der Beleuchtung was gemacht habe, weil ich mir einbild, mein Gesicht kommt so komisch und scharf hier rüber. Egal. Oh, dann... Ah, das war der, wo ich gemeint habe. Genau. Der Level ohne... Jetzt habe ich nicht mal mehr Halt... Ja, klar. Keine Punkte. Das ist also ein Level, wie man sieht, mit unzerstörbaren Klötzen. Keine Ahnung, ob man... Also wahrscheinlich schaffe ich es jetzt auch nicht so weit. Wenn doch, super.
um es ausprobieren zu können, um zu sagen, was dann passiert. Ach, das ist oh, sehr gut. Also selbst der Ball durch wie Butter, nee, wie durch Butterball. Jetzt selbst der macht diese Blöcke nicht kaputt. Also muss man mutmaßlich bloß die Kaputtbahn kaputt machen in einem Level. Aber das kann ich jetzt nicht beschwören. Und schauen wir mal. Wobei, also ich habe jetzt beschlossen, wenn ich hier wirklich auf dem Bild so komisch ausschaue, es geht ja im Endeffekt um das Spiel mehr. Ich glaube, das werden wir alle verkraften, wenn ich mal nicht ganz so sexy scharf ausschaue wie sonst immer. Ja. Gut. Ah, sieht gar nicht mal so schlecht aus jetzt. Nur, mir fällt auf, dass ich den rechten Schläger gleich so gut wie noch gar nicht gebraucht habe in dem Level jetzt gerade. Wahrscheinlich sage ich es jetzt und gleich brauche ich ihn und versage dann hochkant. War nicht gut. Ah, der dient als solider Blocker, wollte ich sagen. Scheiße. Nein! Jetzt hat er den grünen so schön getroffen. Ach, Mist. Ah! Diese scheiß Uhr. Ja, oh, das sieht doch nicht schlecht aus jetzt. Oh, ne? Ah, gut. Yes, komm. Den einen kriegen wir jetzt auch noch irgendwann mal. Irgendwie. Ah, es sind noch zwei. Ah, jetzt ist noch einer. Ja, ah, Mist. Nein. Es könnte genau hinhauen. Nein. Ah, fuck. Nein. Ah, Hass. Ich hasse dich, Scheißspiel. Ja. Mist. Komm, diesen einen. Nein. Uff. Nein. Scheiße. Ich mach das irgendwie falsch. Jetzt. Ja. Geschafft. Sehr gut. So, dann schauen wir mal. Ach, drei Richtungen. Welche soll ich nehmen? Entscheide mich für oben. Oh, oh Gott, was ist das denn? Oh Gott, Psycho. Psycho-Augenterror, was hier abläuft. Das ist ja ganz krass. Also nach dieser Runde werde ich mich verabschieden. Es wird nicht lang dauern, wie es aussieht. Also wie man sieht... was sind das eigentlich, diese komischen Glasdinger? Sind die irgendwie... Was wird das denn? Einfach nur Ablenkstör... Oh ja, die lenken einfach bloß die Bahn. Also es ist echt eigentlich schon ziemlich fett, was da alles drinsteckt in diesem Ding hier. Ich weiß es nicht, wer es entwickelt hat, muss ich zugeben. Ich habe nicht nachgeschaut. Aber das ist ja mal... Oh, Psycho pur, hey. Das wäre doch was. Das Dark Souls der Breakouts, oder? Gut. Das war's dann wohl. Mega Smackedness. Ich habe einen Highscore achieved. Das ist okay. Kann ich jetzt weglegen. Da gebe ich jetzt meinen Namen nicht mehr ein. Ja, also, wie gesagt, wer es mal suchen will, das Ding nennt sich Tress. Transformable Arcade Zone. Funktioniert auf dem C64 Mini ordentlich. Und ja, also für mich ist es, für mein gehobenes Alter, ist es ohne Trainer, glaube ich, zu anspruchsvoll. Deswegen, ja, aber ihr habt ja gesehen, Breakout kann man auch einigermaßen originell machen und ungewöhnlich. Nicht nur wie, wobei Arkanoid ist halt auch cool, natürlich. Aber das hier ist wohl wirklich richtig. Ja, anders halt, ne? Gut, dann würde ich sagen, war eine gute Folge, hoffe ich. Also für mich war es jetzt eigentlich einigermaßen ein bisschen das, was ich zeigen wollte, nämlich, dass ich echt nicht mehr so richtig gut bin in diesen alten, fiesen Spielen, aber dass die alten, fiesen Spiele eigentlich ganz interessant sein können. Und ja, trotzdem, wie gesagt, ich nehme Vorschläge gerne entgegen, ob ich sie realisiere, das werden wir im Laufe der Monate mal sehen. Aber ich lese sie auf jeden Fall freiwillig und deswegen sage ich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.